Was geht ab, Freunde? Ihr habt euch noch eine Folge vom Würfel bestimmt einen Tag lang was wir essen gewünscht. Und heute werden wir mal wieder einen draufsetzen und der Würfel wird nicht nur unser Essen bestimmen, sondern einfach alles. Ich habe hier den Würfel und der wird jetzt bestimmen, wer von uns mit Klamotten in den Pool geschmissen wird. Wir haben uns nach der Größe sortiert. Mandy hat die 1, Sophie hat die 2, ich habe die 3 und Julian hat die 4. Wenn die 5 kommt, wird keiner in den Pool geschmissen und wenn die 6 kommt, werden alle in den Pool geschmissen. Beziehungsweise wir müssen reinspringen. Wir können uns ja nicht selber reinschmeißen. Ich habe hier die Zweitkamera. Kennt jeder seine Nummer? Ja. Okay, wer wird mit Klamotten in den Pool geschmissen? Los geht's. 6! Okay, wir sind alle klitschnass und jetzt geht es zum Frühstück. Da wird der Würfel bestimmen, was man essen muss. Und nicht, dass ihr euch wundert, dass wir dort trocken sind. Die Szene haben wir schon vorher aufgenommen. Jetzt werden wir würfeln, wer was zum Frühstück essen darf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zuerst ist Mandy dran. 2. Big Breakfast. Auch 2. Auch Big Breakfast. Ja. Was darf Julian essen? Müsli Bowl. Hast Bock drauf? Ja, ich hatte eigentlich Eier. Ich wünsche mir die Eier, also auch die Nummer 2 oder 3. Nein, 5 Bananen. Die hatten wir schon richtig viel. Gestern Cheat Day, die habe ich dann schon zweimal gegessen. Heute muss ich die wieder essen. Oh nein. Ich wollte eigentlich gesund essen heute. Die Pancakes sehen auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber wenn man die nur gegessen hat den ganzen Tag lang gestern, dann bocken die eher nicht so. Übrigens gibt es die Cheat Day Revanche. Mandy und ich gegen Julian und Sophia auf Julians Kanal. Und der hat natürlich seine Smoothie Bowl hier. Müsli Bowl. Mandys Essen ist auch da. Und Sophias Essen. Eigentlich hatten die beiden ja auch dasselbe, aber ja, die haben einfach was anderes gebracht. Da Sophia keine Eier isst, muss sie nur damit klarkommen. Jetzt werden wir uns ein paar Bikes ausleihen und danach Bananen kaufen fahren. Warum? Das seht ihr gleich. Thank you. Wir sind jetzt Mittagessen und jetzt wird gewürfelt, wie viele Sachen sich jeder bestellen muss. Sophia fängt an. Sache. Ich will aber mehr. Guten Appetit. Okay, jetzt bin ich dran. Und die nicht so viel essen kann, muss 6 Sachen essen. Und die morgens kaum was hat, darf nur eine Sache. 3. 3. Mittelding. Go for it. 5. 5, Digga, Jackpot. Hunger. Okay, Sophias einziges Essen. Meinst du, du wirst satt? Ich denke schon. Große Portion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kleinste hat am meisten. 3 Getränke und 3 Essen. Schaffst du das? Boah, ich weiß nicht. Hunger, we don't have. Oh, aber ich meinte nicht spicy und es ist scharf. Ich sag's jedes Mal dazu und immer ist es scharf. Richtig lecker. Meinst du, du wirst satt? Eigentlich perfekte Mischung. Ich hab gar nicht mal so großen Hunger. Das Brot schmeckt so geil. Ein Kaffee, ein Saft und ein Smoothie. Das hier gehört zusammen. Und Süßkartoffelpommes, die hier ganz anders aussehen als bei uns. Jetzt schaue ich mal, ob das Curry mithalten kann mit dem Thai Curry aus Thailand. Positiv überrascht. Unsere Süßkartoffelpommes sind besser, aber ich liebe Chili Mayo. Mandy ist hier schon richtig am Kämpfen. Das letzte Stück und noch 2 Säfte hat sie. Ich kann nicht mehr. Mandy Stoney, was ist los mit dir? Ihr beide hattet so Glück. Ich hoffe, gleich entscheidet der Würfel zu unserem Gunsten. Jetzt würfeln wir, wer die Rechnung bezahlen muss. Mandy ist immer noch die 1, Sophia die 2, ich die 3 und Julian die 4. Run. Die sagt so, what happened? Wir haben Bananen, wir haben Affen, wir haben den Würfel und jetzt werden wir würfeln, wer von uns Vieren den Affen die Bananen zeigen muss und dann vor den Affen mit den Bananen weglaufen muss. Und freut ihr euch schon? Nee, wir haben voll Angst. Das war eine dumme Idee einfach nur. Ich glaube, der findet den Würfel interessant. Lass den Affen mal würfeln. Gib ihm mal den Würfel. Aber dann musst du da noch. Der klaut dir die Cam. Ja. Ey, der schnappt sich hin. Wow. Hauptsache, du hast die Cam an. Das ist das. Oh, ich würde den auch gern anfassen irgendwie. So. Nee, auf keinen Fall. Okay, wer muss? Wenn der. Ja. Nein! Ich muss den. Brudi! Der klaut dich. Okay, der merkt, der kann nicht. Oh, drei! Der Affe hat eine. Alter! Ich bin 3! Nein! Ich bin 3! Das Baby! Ey, die haben unseren Würfel geklaut. Ey, gib her!
Du darfst so nicht machen. Du musst ihm die Banane geben, dann lässt das Feuer. Digga, der zeigt Zähne auf mich. Zuerst mit den Büffeln auf meinem Kanal und jetzt mit den Affen, Digga. Dich hat's echt erwischt. Oh, der haut echt ich hasse euch. Scheiße. Junge, jetzt packst du. Er kommt schon. Oh shit. Here we go again. Run. Hier, du Penner! Oh, er will noch eine! Okay, er läuft weg. Oh, shit! Oh, wow. Oh, Alter! Ich hatte so Schiss, Mann! Die haben dich angegriffen, Alter! Jetzt kommen alle vom Berg runter. Oh, jetzt kommt der Alpha. Nur nicht angucken. Alter! Wenn ihr wissen wollt, was das mit denen auf sich hat, dann schaut Julians Video. Wir haben übrigens bei der ganzen Affenaktion den Würfel verloren. Das heißt, das Video kann nicht weitergehen. Janis doch. Denn ich habe natürlich alles, was man für den Urlaub braucht, im Koffer. Und zwar ein Ersatzwürfel und UNO-Karten. Es kann weitergehen. Wir sind jetzt hier beim Sonnenuntergang und werden ein paar indonesische Süßigkeiten verdrücken. Ich würde am liebsten die Unicorn-Bits probieren. Also ich hätte am meisten Lust auf diese Algenchips. Auf diese Algen? Darauf hätte ich jetzt richtig Bock. Ich bin gespannt, wie dieses Cherry-Popcorn schmeckt. Deswegen würde ich das am liebsten probieren. Aber was jeder bekommt, entscheiden wir nicht selber, sondern natürlich der Würfel. So, ich würfel jetzt für das Cherry-Popcorn. Oscar. Ich darf das essen, ich wollte das auch. Ja! Dann würfel ich für die Oreos. Ich glaube, die will keiner. Fünf. Niemand. Muss auch keiner. Okay, dann jetzt hier für diese Seetang-Algen-Chips. Bitte oh, Nummer bitte. Zwei. Ich will Nummer die zwei. Auch. Ich will die. Drei auch. Oh. Ich hasse die. Das Beste und das Schlechteste. Oh Mann, ey. Wir wollen auch was. Und dann für diese Unicorn-Dinger hier. Alle. Ja. Okay, immerhin etwas. Sieht auf jeden Fall richtig fancy aus. Das schmeckt so nach Zitrone so ein bisschen. Nach Keks. Zitronenkeks? Mhm. Voll lecker. Ah ja, man kennt den Geschmack, aber ja. man weiß nicht woher. Ich dachte, das ist so Marshmallow. Schmeckt richtig geil. Wie so ein Kindereis, was man immer hatte als Kind. Guck mal, wie geil die aussehen. Boah, die sind richtig lecker. Scheiß auf die Regeln. Ey, gib mal die Dinger her. Okay. Hau ab, ich will die eh nicht essen, ich hasse die. Die Leute, die meine Videos schauen, wissen, dass ich das hasse, deswegen bringe ich das erstmal hinter mich. Was ist das eigentlich? Algen, Seetang. Wie kann's. Schmeckt dir das nicht? Das schmeckt wie trockenes Sushi. Ja, ist doch geil. Nee. Hau ab. Hoffentlich ist das mein Fall. Das sieht richtig lustig aus. Rosanes Popcorn. Schmeckt wie ganz normales Popcorn aus dem Kino. Ich glaube, es ist einfach nur mit Lebensmittelfarbe. Das war's jetzt mit den Snacks. Jetzt warten wir noch, bis es dunkel wird und dann geht's zur nächsten Challenge und die ist genau hinter mir. Wir sind jetzt hier ins Meer runtergegangen und der Würfel wird bestimmen, wer ins Wasser rennen muss bei dieser Dunkelheit. So dunkel ist es, das sehen meine Augen und ich werde die ISO jetzt maximal hochpumpen. Zum Glück habe ich so eine gute Kamera, damit ihr etwas mehr davon sehen könnt, was hier jetzt passiert. Okay, wer muss nachts ins Wasser? Vier, wer ist die vier? Oh, Julian! Oh mein Gott! Digga! Ja. Hey, mein Würfel, das ist der letzte, den ich habe. Du siehst halt einfach gar nichts, da sind auch noch Felsen im Wasser. Okay, der Junge hat Eier. Und welche letzten Worte? Leb wohl. Prison Break! Oh mein Gott, er tut es. Es ist so kalt, wenn da was schwarz ist. Boah, Alter, er ist ganz schön tief drin. Also mit bloßem Auge sehe ich ihn nicht, aber durch die Lichtstärke der Kamera kann ich ihn sehen. Boah, Alter, die Welle hat ihn umgehauen. Alles okay? Jan? Hallo? Jan? Wo bist du? Ich mach keinen Teil. Okay, komm zurück.
Was war los? Oh, Digga. Da kann man echt nicht reingehen. Du siehst überhaupt nichts. Da sind lauter Felsen überall. Das ist total spitz. Ich habe mir gerade zu heftig mein Knie angehauen. Dann kommen noch die fetten Wellen. Dann haut es komplett um. Und du weißt überhaupt nicht, was da unter dir ist. Du siehst nur schwarze Flecken überall. Vielleicht kann man irgendwo anders ins Meer gehen, aber nicht hier bei den Wellen und bei den Felsen. Lass uns lieber Abendessen gehen, Digga. Das ist keine gute Idee. Vielen Dank für 200.000 Abonnenten. Als 200.000 Abo-Special verlose ich zusammen mit MyProtein unter allen Kommentaren einen 200€ MyProtein-Gutschein. Außerdem bekommt ihr heute bis zu 50% Rabatt auf alles bei MyProtein plus nochmal 27% Rabatt extra über meinen Link in der Videobeschreibung. Jetzt sind wir Abendessen und der Würfel wird bestimmen, was man sich bestellen muss. Ja! Sechs freie Wahl! Mandy liegt ja eigentlich auch nur, ne? Ja, darauf hätte ich jetzt echt los. Ja! Ist klar, die Mädels. Pasta. Yeah. Mal gucken, ob die auch so ein Glück haben. Ich hätte richtig Bock auf einen Burger. Ich habe noch ein paar Kalorien offen heute. Ein Salatbowl. Digga! Naja. Salat. Oh. Ich lach ihn aus, so er gibt mir Faust. Naja, dann wird die Diät wenigstens durchgezogen. Okay, alles klar, jetzt bin ich dran. Drei Burger! Oh, Digga! Ey, jeder weiß, dass ich Burger eigentlich liebe, aber hier in Indonesien sind die bisher immer scheiße gewesen. Deswegen habe ich schon seit ein paar Wochen keinen mehr hier bestellt. Aber jetzt muss ich den nehmen und ich hoffe, dass der wirklich doch gut ist. Mandys Nudeln sind da, oh mein Gott, schaut euch das an. Die kleinste Person kriegt wieder am meisten Essen. Das sind Sophias Nudeln mit rote Beete. Julians Salatbowl, igitt, sieht das eklig aus. Und mein Burger sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin gespannt, ob das der erste gute Burger hier in Indonesien ist. Und dazu habe ich mir Pommes mit Mayo bestellt. Schmeckt auf jeden Fall übel krass nach rote Beete. Dann probiere ich mal. Boah, ist schon echt viel. Mmh, richtig lecker. Ich hätte gerade so Bock auf das von Mandy, Alter. Junge, das schaut so geil aus. Mal schauen, ob du auch so Glück hast vom Geschmack. Also ich finde, das sieht eklig aus. Wenn ich hier eures sehe, wie kann das eigentlich sein? Wir haben vorgestern Cheat Day gemacht. Man hat schon wieder Bock auf sowas. Das ist wie mit Alkohol. Du sagst einem Kater nie wieder und nächste Woche passiert ja das gleiche wieder. Davon werde ich nie im Leben satt. Probier mal den Burger, bin gespannt, wie der schmeckt. Der sieht echt gut aus. Und der Mitarbeiter meinte, dass es der beste Burger auf Lombok ist, also auf der Insel, wo wir gerade sind. Bin gespannt. Ich kenne mich gut mit Burger aus. Mal schauen. Ich bin komplett überrascht. Es ist wirklich ein guter Burger. 7 von 10. Trotzdem sind die Burger, die ich mache und die es so in Deutschland gibt, besser. Aber es ist bis jetzt der beste Burger hier in Indonesien. Deswegen freut es mich doch, dass ich die 3 gewürfelt habe. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Wir machen jetzt noch einen Zeitraffer, damit ihr seht, dass wir nicht geschummelt haben, sondern dass jeder wirklich sein Essen auf Essen tut. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Grüße gehen raus an alle, die bei der Live-Premiere dabei waren. Und jetzt geht's direkt weiter mit Mandys Live-Premiere. Denn bei Mandy dürfen einen Tag lang die indonesischen Mitarbeiter bestimmen, was sie essen soll. Also klickt jetzt hier auf ihr Video. Wenn ihr die Cheat Day Revanche verpasst habt, dann schaut bei Julian vorbei. Und direkt nach Mandys Video geht's bei Sophia weiter. Wir sind alle bei der Live-Premiere bei jedem Video dabei. Ich hoffe, ihr habt uns alle abonniert. Haut rein.